Jo Freunde, hallo und jetzt willkommen zurück zur Sealed Only Challenge. Beim letzten Mal haben der gute Schattenspieler und ich jeweils ein Deck zusammengestellt aus Karten, die wir aus original verpackten Produkten gezogen haben. Ich habe mir ein Shadol-Deck gebaut, er hat sich ein Endymion-Deck gebaut. Heute werden wir das Ganze mit Produkten im Wert von 50 Euro verstärken und uns danach erneut duellieren. Wir spielen Best of Three, das bedeutet, wer zuerst zwei Duelle gewonnen hat, hat das Match gewonnen. Ein Teil gibt es bei mir zu sehen, den anderen Teil bei Schattenspieler. Gesponsert wird das Ganze durch Card Market, also checkt das auf jeden Fall ab, denn dort haben wir auch die Karten her, die wir für das heutige Video benutzen. Eine Sache gäbe es noch zu erwähnen, und zwar habe ich beim letzten Mal gesagt, dass der Verlierer eines Duells bzw. eines Matches dem Gewinner eine Karte abgeben muss und ihr abstimmen könnt, welche Karte das ist. Dem ist auch so, allerdings machen wir das nicht nach jedem Match, sondern am Ende der gesamten Challenge, denn wenn wir das jedes Mal machen würden, dann... Es wäre ein bisschen unfair. Da alles gesagt sein dürfte, kommen wir jetzt dazu, welche Packs ich mir für diese Woche besorgt habe. Zunächst mal habe ich mir zwei Special Editions von Ignition Assault geholt, was mich ungefähr 14 Euro gekostet hat. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wieso genau Ignition Assault? Ich meine, welche Karten könnte man daraus gerne haben wollen? Beispielsweise Lightning Storm. Ja, das war's. Sonst gibt's eigentlich keine guten Karten in Ignition Assault. Tatsächlich habe ich es auf keine Holo abgesehen, sondern auf eine Common. Und zwar genauer gesagt auf Schwerkraftbeherrscher. Der Bruder ist nämlich beschwörbar, indem man ein Nicht-Link-Monster aus der Extra-Monster-Zone als Material für ihn benutzt. Was im Endeffekt für mich nur bedeutet, dass ich Konstrukt oder Winder weglinken kann, um mir dann eine Shadol-Spell oder Trap vom Friedhof zurück auf die Hand zu nehmen und ein Shadol-Fusionsmonster im Friedhof zu haben, was für diverse Plays manchmal relevant sein kann. Tatsächlich hatte ich sogar das Glück, in meiner zweiten Special Edition nicht nur ein, sondern direkt zwei Schwerkraftbeherrscher zu ziehen, auch wenn ich nur einen gebraucht hätte. Ich habe also 14 Euro verbraten für eine Karte, die ich mir auch für 2 Cent hätte bestellen können und die ich sowieso schon 20 Mal in meinen Ordnern habe. Und ich bin stolz darauf. Als nächstes habe ich mir ein paar Booster Genesis Impact gekauft, welche ich mir ebenfalls nicht für Holo-Karten, sondern für die Nightmares gekauft habe, welche darin ziemlich einfach zu bekommen sind, da es einfach nur Rares sind und das komplette Set aus Rares besteht. Damit hatte ich also kein Problem. Ich habe sowohl Phoenix als auch Unicorn als auch Greif bekommen, wobei ich Greif wahrscheinlich nicht mehr nutzen werde. Dann habe ich mir, weil es lustig war, ein paar Booster Legendary Duelists Rage of Ra besorgt, einfach nur um eventuell Wiedergeburt oder Gehirnkontrolle zu ziehen, was allerdings nicht geklappt hat. Das alles hat unterm Strich ungefähr 25 Euro gekostet und ich hatte dann noch weitere 25 Euro übrig, von denen ich mir eine Dual Devastator Box kaufen wollte. Ihr wisst schon, diese Box, in der gefühlt jede Handtrap drin ist, garantiert diese krasseste Box aller Zeiten. Lustigerweise bin ich beim ersten Mal einfach nicht drauf gekommen, mir Dual Devastator zu bestellen und das wollte ich dieses Mal nachholen und habe mir auch eine Dual Devastator Box bestellt, aber was soll ich sagen, also die ist... bis heute nicht angekommen. Also nicht nur beim Duell noch nicht angekommen, sondern jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos, bereits Tage nach dem Duell, welches wir gespielt haben, ist das gute Stück immer noch nicht angekommen. Ich habe das Ding, Real Talk, vor 10 Tagen bestellt. 10 Tage. 10. Ty Dillinger, okay? Ich habe das also nicht bekommen. Es macht allerdings auch keinen großen Unterschied, da ich die meisten Karten aus Dual Devastator sowieso rumliegen habe und ich mein Deck dann auch einfach so erweitern konnte. Unterm Strich hat sich mein Deck nicht wirklich großartig verändert. Ich habe zwar ein paar Staple-Karten durch Dual Devastator hinzugewonnen und habe durch die Booster, die ich gekauft habe, ein paar gute Extra-Deck-Monster, nämlich Schwerkraftbeherrscher und die Nightmares. Die größte Veränderung ist allerdings im Side-Deck zu sehen, und zwar durch die kleine Mimelio und bodenlose Fallgrube-Engine, die sich aus der bodenlosen Fallgrube, die ich aus Genesis Impact gezogen habe und der Mimelio, die ich beim letzten Mal aus Maximum Gold gezogen habe, zusammensetzt. Es ist eigentlich nur drin, weil es lustig ist, okay? Aber nachdem wir das alles geklärt hätten, würde ich sagen, starten wir jetzt mit dem Duell. Was kommt wohl zuerst, die Dual Devastator Box oder die Banlist? Zieht jeder 5 und dann, ja, wer fängt an? Ja, ich fange wieder an. Ich glaube, das, ja, das wird zum Insider. Du darfst immer anfangen. Ich darf immer anfangen. Oh mein Gott. Okay. Oh Gott, was ist das für eine Hand? Ich sag mal Set Monster, Set 2, dann bist du. Okay, gefällt mir natürlich. du wirst mich hassen. Guck mal, ja, ich hab sie jetzt in Super Rare. Okay. So, und dann aktiviere ich wieder mal Spell Power of Mystery. Das ist doch nicht dein Ernst, Mann. Wie kannst du einfach jedes Mal? Was? Ja, okay. Das ist auch ein Insider. Immer habe ich die. Ist eine gute Karte, habe ich gehört. Ja. Aber ich suche mir diesmal sogar nicht Servant, weil das wäre diesmal nicht so gut für mich.
Magister. So, weiter geht's. Ich lege ihn in die Pendelscale, krieg den dritten Counter. Soweit okay? Ja, ich überlege. Ah, nee. Nicht wieder Twin Twister. mal sehen. Handkarten hast du 3? 4. 4, okay. Interessant. Ich glaube, auf die Aktivierung sage ich Schattenspiele. Das kann spannend werden. Ja, okay. Wendy. Okay, Wendy. Okay, krass. Flip Dragon. Was macht der nochmal bei Flip? Darf der was bouncen? Der darf was bouncen, ja. Boah, das ist voll gut gerade. Ja. Kann der. Ja, Karte. Okay, Karte. Dann 1 Wendy, 2 Dragon. Target dein Abductor. Ja, also okay. Dann Special Wendy. Ich sag mal Beast. Oh, Beast. Okay. Dann, ja. Okay. Kannst Möchtest du was machen jetzt noch? Nö. Hätte ja sein können, dass du jetzt irgendwie Synchro Pro Plays machen willst. Nein. Dann spiele ich sie wieder aus. Ja. Da kriegt er einen Counter. Möchten sie jetzt was machen? Nein. Er kann vom Extra-Deck beschwören, ne? Genau, er kann vom Extra-Deck beschwören. Wenn du 3 hast, aber, ne? Wenn du 3 hast. Ja. Ja, dann machen wir jetzt eine entspannte Pendelbeschwörung. Mhm. Harmonizing und Reflection. Ich würde gern Harmonizing und Reflections Effect machen. Chainlink 1, Chainlink 2. Ja. Okay. Target dann, für Reflection. Achso, Target, der nur verdeckte? Nee, one card. Okay. Dann würde ich gern dein Beast wählen. Jo. Weil das ist doch eine blöde Karte. So, und dann kommt. Na? Was denkst du? Poison. So. Okay, dann würde ich gerne auf die Summon reagieren. Ja. Und zwar mit There Can Be Only One. Was? Was? Alter, er gibt mir aber hart. Wie viel Defense hat dein Dragon? 0. Ja, okay, den werden wir los. Was? Only Be One? Wie krass! Okay, aber ich habe einen Vorteil. Shadow Fusion funktioniert nicht. Also, weil, also schon, aber halt nicht, weil nichts von Extra Deck ist. Ja, gut, das ist natürlich. Ja, das ist halt. Das ist ein anderes Problem jetzt. Ja, der hat dann. Ja, keine Synchro-Plays. der wird gebanished. Und der geht dann aufs Extra Deck. Ja, das ist natürlich ungünstig, nenne ich es einfach mal. Mhm. Ja, Battleface-Angriff. Yes. Ah, oh, shit. Also, ohne B1, ey, das ist jetzt aber ein Killer, du. Ja, dann bist du, sag ich mal so, ne? Ja, okay. Dann ziehe ich. Ich frag jetzt einfach mal, ach nein, ist schon okay. Wie viele Handkarten hast du? 3. 3, okay. Ich überleg, was ich machen soll. Sad Pass. Ja, das ist nervig, aber irgendwie ist es auch. Irgendwie ist es gut, aber es ist auch nicht so gut. Ich weiß es nicht. Hat Reflection noch einen Effekt, außer dass sie was bouncen kann, wenn sie beschworen wird? Naja, wenn sie mit einer Zauberseemarke zerstört wird, aber sie hat ja keine. Also sie könnte sich eine Demon-Karte suchen. Okay, aber kann sie ja jetzt eh nicht, ne? Nee, kann sie jetzt eh nicht, ja. Ja, dann Shadow Fusion. Ja, mal gut, kein extra Monster. Ja, ist okay dann? Ja. Oh, BLS und Beast. Auf Konstrukt. Teurer Konstrukt. Extra Monsterzone. 1 Konstrukt, 2 Beast. Ja. Aber erst ziehe ich hier. Lol. Dann sende ich. Und zwar Wendy. Wendy-Effekt. Ja, ne? Hedgehog. Der searcht sich Fusionskarte, ne? Wenn er geflippt wird. Ja. Okay. So. Der ist Hexer, oder? Oder was ist er? Der ist Hexer, die ist Fee. Ja, das weiß ich. Ja, du darfst ja eh setten. Setten darfst du ja so viel du willst.
Ich glaube nicht, oder? Doch, doch. Setten darfst du. Auch als Spezialbeschwörung? Setten? Ja, klar. Wenn du settest, Spezialbeschwörung, ja. Okay. Soll mir recht sein. Dann greife ich mir Konstrukt an. Der macht nur gegen Exact-Monster, ne? Ne, gegen spezialbeschworenes Monster. Ach, allgemein spezialbeschworen. Nicht vom Extra-Deck spezialbeschworen ist? Ja. Nee, allgemein spezialbeschworen. Ja, okay. Dann geht er einfach kaputt. So. Dann set ich noch einen und dann bist du. Ziehe ich eine? Ja. Gehe ich in die Main-Phase? Ja. Wie kriegen wir jetzt Only Be One weg? Das ist natürlich ein ganz großes Problem hier. Ich aktiviere Magister. Ja. Kriegt er einen Counter. Soweit okay. Mhm. Ja, dann mache ich Panel 1. Yes. Und hole Reflection. Reflection-Effekt. Ja. Target Abduktor und deine Konstrukt. Ja. Okay. Ich aktiviere Purple Poison. Ja, kann der kann sich zerstören und eine Karte zerstören, oder? Ja. Aber nur offen. Nur offen. Offen. Nur offene, okay. Ja. Da ist die Wahl ja jetzt nicht ganz so schwer. Das stimmt. Battle Phase Attack. Okay. Dann suche ich mir Fusion Spell. Tja, tu das. Durch Konstrukt kriegst du sie ja nie. Ah, Fusion. Ja, ist halt zu gut, ne? Das ist halt sehr stark, stark. Ja. Und, du hast jetzt halt eine Ash und bluffst einfach nur des Todes. Das wäre natürlich belastend, um ehrlich zu sein. Ja, dann bist du. Dann bin ich okay. Alles klar. Dann schmeiß deine Ash ab. Na, ich habe leider keine. Was, keine? Okay, nein. So viel dazu. Okay, alles klar. Alles klärchen, okay. Dann, ja, was nehmen wir denn jetzt? Leider. Ja, ich leider auch nicht. Er kriegt seine beste Karte durch und weiß nicht, was er machen soll. Ich hab so weit gedacht, dass ich sie aktiviere, nicht was ich danach tue, okay? Das ist immer noch zu viel verlangt. Ich bin nur YouTuber, ich bin kein Pro-Player. Denkst nur einen Schritt voraus, nicht zwei. Ja. Ja. Ich würde mal sagen, ich sende auf jeden Fall Wendy. Der Klassiker, ja. Und, Only One ist halt aber auch echt alles Spellcaster. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Und Trick Clown. Ja, der ist Hexer, ne? Der ist Hexer, ja. Dann Konstrukt. Ja. Eins Konstrukt, zwei Wendy, drei Trick Clown. Ja, ist alles okay. Verlierst aber 1000. Ja. Also verdecken kann ich so viel, wie ich will, ne? Ja, ja. Ja, dann nehme ich Falco. Aber wenn er aufgedeckt wird, musst du wieder das Feld clearen. Ja, klar. Es könnte jetzt noch eine Ewigkeit so weitergehen. Also ich werde jetzt wahrscheinlich wieder deine Reflection angreifen und dann pendelst du sie gleich wieder und so weiter und so fort. Ja, ja, ich greife an. Ja, ne? Effekt Purple Poison. Ach, ist das ein Quick-Effekt? Ja. Obwohl, wann triggert Construct? Wann triggert Construct das jetzt mega anscheinend? Damage Step. Ja, wann? Am Beginn des Damage Steps. At the start. Ja, ja, Purple Poison before Damage Step. Ja, das heißt, am Beginn. Früher. Dann aktivierst du Effekt. Am Beginn des Damage Steps auf jeden Fall. Ja, und er sagt before. Ja. Before Damage Calculation. Nee, before Damage Calculation. Das ist ja später. Das ist ja, ja also nicht. Der, also die kommt als erstes dann. Ja, ja, genau. Dann kann ich den Effekt nicht triggern. Okay. Ja, stark. Dann dauert das doch noch ewig Züge hier. Okay, dann set ich noch einen und dann bist du. Alter, er übertreibt hier völlig. Ha! Ich darf Purples Effekt sowieso nicht nutzen. Wieso? Weil es nur für Dings, für Dark Monster gilt. LOL. Der ist ja nicht Dark. Ja, ach so, der ist Licht, ne? Ja, ja. Ah, okay. Das ist natürlich ungünstig. Jetzt muss ich Pendel beschwören. Ist das nervig. Ja, dann Pendel beschwöre ich mein Endymion einfach mal. Okay, dann würde ich sagen,
Bodenlose Fallgrube. LOL. Ja, dann nutze ich seinen Effekt. Ich kann ihn bouncen und dann das annullieren. Ja. Was? Was? Ich habe keine Ahnung, wo die herkam. Was ist denn hier kaputt? Ja, dann gehe ich in die Battle Phase. Ach Gott, das ist ja voll dumm. Nee, doch, Falco. Nee, Falco ist Hexer, ne? Ja. Ja, ist egal. Ist alles egal, ist ja richtig dumm. Ja, Attack auf Trick Clown. Auf Trick Clown? Ja, dann hole ich ihn wieder zurück. Ja, Effekt Purple, ne? Booste mein Monster um Attika. Dafür darf ich jetzt dein Only Be One zerstören. Ja, okay. Okay, das akzeptieren wir mal. Ja, dann aktiviere ich Abduktor wieder und meine andere Scale, um hier einen Counter drauf zu kriegen. Ja. So. Und ich weiß ja nicht, wie viel du noch hier die ganze Zeit machst nachher. Ja, deswegen set one monster und dann pass. Ja, gut, okay. BTH. BTH hat. 2-8. Okay, 2-8. Ja. Ja. Aber es ist ja Spezialbeschwörung. Ja, es ist Spezialbeschwörung. Ja, ja. Dann flippe ich mal Falco. Ja, darfst du. Und benutze seinen Effekt. Und hole mir Wendy zurück. Ja. Und. Dann muss ich überlegen, was ich weiter tue. Oh mein Gott, du hast Dual Devastation. Wie viel Life habe ich noch? 6000. 6000, also nur zweimal Trick Clown, ne? Ja, genau. Okay. Dann mache ich eine Synchro-Beschwörung. Oh nein, nicht Brionac. Nein, ich habe leider keinen Brionac, aber Sternstaub-Angriffskrieger. Oh, nett. Dann sage ich 1, 2. Ja. Und wieder 1000 gezahlt. Ja. Dann ziehe ich eine Karte. Ja, dann würde ich sagen, greife ich mit Konstrukt dein verdecktes Monster an. Okay. Also ich gehe in die Battle-Phase und dann greife ich an. Ja, das ist noch ein Abduktor. Okay. Ich werde einfach zerstört. Und dann würde ich sagen, Superpoli. Ist es dein Ernst? Oh mein Gott. Um ehrlich zu sein, schon, ja. So. Okay. Okay, stark. Dann Effekt Wendy. Ja, aber ich kriege jetzt Zauber-10-Marken für deine Poli. Achso, ja klar. Das ist eine Zauberkarte. Das Wendy, ist jetzt Winder, ne? Das ist Winder, ja. Alter, willst du mich eigentlich verarschen? Wendy so. Special Ariel. Ja, ist ja hier Combo-Time. Dann greife ich mit den beiden an. Das ist 4-2, ne? 4-2, ja, wie viel hast du noch? 3-8, das ist der erste Schaden. Du hast ja mit Konstrukt immer hier kaputt gemacht. Okay. Willst du greedy sein, noch L-Shuttle aktivieren? Wer weiß. Ich sette eine, dann bist du. Okay, dann ziehe ich eine. Yu-Gi-Oh! So. Jetzt müssen wir irgendwie den ganzen Müll hier loswerden. Den ganzen Müll hier loswerden. Ja. Das machen wir am besten mit einer Pendulum Summon. So. Nur welche Summon ist die Frage jetzt hier? Ich habe Angst vor deiner Setcard, also so richtig hart Angst. Okay. Dann Pendel für 3. Dann würde ich jetzt gerne den Effekt von Reflection aktivieren. Und was bouncen? Das ist ja eine ganz große Frage. Ja, Winder nervt schon hart. Also das will ich ja nicht kleinreden. Ne? Also Winder? Nee. So schnell sind wir doch nicht hier. Nee, Konstrukt. Okay. Konstrukt, weg mit damit. Konstrukt. Also. Gut. Ja. So, dann aktiviere ich wieder Magister. Ja. Krieg ich noch ein Counter mehr. Dann, also kriegt er auch einen Counter mehr, wichtig. Battle Phase.
Dann greifen wir mit meinem Meister Winder an. Dann verliere ich 600. Ja, genau. Effekt Winder. Ja. Ja, ja, wieder die beste Karte. dann... Ja, shit, wir kommen da gar nicht drüber. Was macht Ariel nochmal? Jetzt gerade nichts. Also wenn sie geflippt wird, dann specialt sie ein gebanishtes Shadow-Monster. Okay. Die hat 1,8, ne? Dann greif mit Reflection Ariel an. Und dann greife ich deinen Trickclown an. Willst du ihn nochmal reborn? Er kommt wieder. Oh nein! 3-4 hast du noch. Okay. Wie viel ATK haben Abductor und Reflection? 1,8, 1,85. Okay. Mainphase 2? Ja. Effekt Abductor? Ist das okay? Ja. Die darf irgendein Panelmonster holen, ne? Voll broken. Das ist natürlich absolut broken. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, glaube ich. Dann nehmen wir Black Fang. Ich meine, der Shadow Fusion kommt gleich. Und du hast ja extra gefragt, wie viel ATK die haben, damit du da drüber rennen kannst. Das ist natürlich obvious. dann habe ich keinen Spell-Counter mehr und dann könntest du halt alles kaputt machen. Das ist natürlich schon stark. Aber das Duell, mein Lieber, wird noch ein bisschen länger dauern. ich spiele Normal Summon Black Fang. Ja. Und mach dann Exit Summon. Oh nein. Ja. Oh nein. Doch, das weiß, was kommt. Ich beschwöre. Oh nein. Es ist der Abyss Dueller. 1400 Death, ne? Ja, yep. Ja, und dann bist du dann, mein Lieber. Alles klar. Ja, dann möchte ich gerne Effekt aktivieren. Ich hab's mir fast gedacht, um ehrlich zu sein. Okay. Ich schätze, die Zeit zum Spielen ist vorbei, okay? Jetzt machen wir ernst. Was? Jetzt machen wir richtig ernst, okay? Und ich bin mir sicher, weil ich das gesagt habe, dass ich jetzt komplett verkacken werde, okay? Zu ist okay. 100%. Du hast keine Spell-Counter mehr. Nein. Na gut. Shadow Fusion. Jetzt kriege ich aber welche. Jetzt kriegst du... Ah! Was? Ah, Mann. Ja, stimmt. Du kriegst auch bei mir welche. Ja, dann sende ich mal das Ding. Und Lichtstatue, Alter. Voll krass eigentlich. Ja, eigentlich schon. Und, habe ich noch was? Was habe ich denn überhaupt noch? Und... Squamata. Ja, ja, kein Problem. Für Konstrukt. Okay. Die ist eigentlich egal, wohin. So. Okay, wenn du das sagst. Dann Effekt Konstrukt. Ja. Oh. Okay, ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. Also, das reicht noch lange nicht für Game. Mhm. Nee, das reicht auch nicht. Schwierig, schwierig. Ja, Normal, Squamata. Ja. Dann würde ich in die Battle-Phase gehen. Ja. Und greife mit meinem Angriffskrieger deinen Dueller an. Ja. Okay. Und dann greife ich mit meinem Angriffskrieger auch deine Reflection an. Der kann nämlich alle Monster einmal angreifen. Was? Ja! Was? Ja. Hä? Das ist ja voll unfair. Ja, wusste ich auch nicht. Alle als Spezialbeschworenen kann er einmal angreifen. Ja, okay. Dann geht er aus. Der hat keine 10 Marken mehr. Dann greife ich mit Konstrukt deinen Endymion an. Ja. Perfekt. Wie viel hast du noch? 3,65. 3,65, ja, dann greife ich mit Squamata noch an. Dann sind 1,85. Ja. Und dann Shadow Fusion. Hast du noch ein sinnvolles Target? Ja, habe ich, keine Sorge. Ja, da kommt noch ein Konstrukt. Ja, gut. Das ist dann auf jeden Fall
Okay. Also Freunde, dieses Duell konnte ich auf jeden Fall für mich entscheiden. Schaut auf jeden Fall bei Schattenspieler vorbei, um zu sehen, wie das andere, beziehungsweise die beiden anderen Duelle, man weiß es ja nicht, ausgegangen sind. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls dem so ist, dann aktiviert eure Gerätezauberkarte, den Daumen nach oben. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Gerätezauberkarten.